Streifenwagen holen, ich bin kein Einbrecher, doch heute wird der Diamond abgezogen. Alter Scheiße, was ist los? Das ist kein brillanter Rap. Du hast vor uns her, aber ich nehm dir alles weg. Ich hatte richtig Bock, mich jetzt mal anzustrengen, aber bekam Brian Diamond Master auf belanglosen Gelaber. Du willst in die nächste Runde einziehen, dann würd ich an deiner Stelle mal so richtig dumme Lines bringen. Tokio bei Nacht, du machst voll die krasse Action, doch muss Sonnenbrille tragen, weil die Leuchtreklame blendet. Dazu sieht man in deinen Videos die meiste Zeit dein Gegner, weil man ohne diese Einspieler ja keine Line verstehen kann. Gangster Kara, Gangster Kumpel und dein Gangster Nummer chill. Kurzen Achtung, shit, es tut doch weh. Den Einbruch ohne Masken hab ich leider nicht verstanden. Optisch erinnert das an Slash, Schweine und Diamanten. So geht übrigens eine gute Line mit Diamanten. Noch für Kurzen trägt ne Maske, dafür will ich mich bedanken. Vergisst man seinen Pin, hilft es Cindy zu fragen. 9375, richtig gerade. Euer Geld hat anscheinend nicht für Werkzeug gereicht, um am Treten so zu fallen, habt ihr ein Skateboard dabei. Oha. Das läuft bei euch ja wirklich so, als wärt ihr dabei, wünscht ihr was. Probier mal, ob der Schlüssel passt. Oh, schon wieder Glück gehabt. Und wenn ihr schon für die Verfolgungsjagd ein krasses Blaulicht habt, dann tut doch bitte wenigstens mal so, als ob ihr Auto fahrt. Dieser Job als Einbrecher ist wirklich echt eine Schwerstarbeit. Mitten am Tag irgendwo starten und abends erst fertig sein. Unter deiner Runde steht, das sind langweilige Fronts. Unter meiner nominieren sie Lines für Punchline Award. Ihr seid keine Gangster, weil ich's mies verkackt hab wie die Panzerknacker. Unter deiner Runde steht, das sind langweilige Fronts. Unter meiner nominieren sie Lines für Punchline Award. Ihr seid keine Gangster, weil ich's mies verkackt hab wie die Panzerknacker. Brian, nimm endlich mal die Sonnenbrille ab. Denkst du, sie lachen über dich, nur weil du Comedy-Rap machst? Aber Props dafür, dass du die Hörer kognitiv entlastest, um zu kompensieren, dass du nicht immer so perfekt im Takt bist. Du kattest 20 Mal pro Part, weil du nicht rappen kannst. Jeder deiner Sätze hört sich wie ein fucking Adlibahn. Streng dich an, freunde mich mit irgend so einer wacken Kacke und dann lass mich mal direkt ins Achtel, Digga, besten Dank. Und jetzt stehen wir leise am Tresor, nur ein notwendiger Schritt auf meiner Reise nach New York. Ich steck dich in die Tasche und vertick dich nach Antwerpen. Fuck, dein Bruder gibt im Forum für die Leistung dann Support. Und setz also sein Bling Bling auf mich, weil er weiß, dass der Gewinn sicher ist. Das ist noch untertrieben, was willst du denn bitte machen, wenn selbst dieser Sherlock nichts an deinen fucking Rücken finden kann, hä? Thug Life, ich pack meine Nattteil und pack Brian Punchline zum Blood Diamond. Ich bin gelangweilt, du bist für mich noch nicht bereit. So viele Schenkelklopfer, Speedy hat schon gebrochene Beine. Nice, ey, und ich find deine Audio nicht gut, weil Flugschein und irgendwas mit Dubai. Dein Produzent behauptet, deine Mische wäre okay. Nun klingt das, als hätte mit dir ein persönliches Problem. Ich flow ohne Fronts, das merkt keiner. Und am Ende schnell so Blatt Däumen. Beinbruch durch Schenkelklopfer, das ist ja ein starker Spruch. Bei deinen Runden kriegt man durch Facepalms in Schädelbasisbuch. Erwähnt, dass meine Mische eine Runde voll enttäuschen war. Digi, ich war in Japan. Du weißt das mit den Leuchtreklamen. Hey, du sagst, der Gegner findet keine gute Angriffsfläche. Aber dann 3 Minuten nur von Diamanten. Rappen flach mit Challenge SB, hör mal auf zu labern. Darin war ich nie gut, erinnere mich nicht. Chirurgi findet mich voll wack und wettet auf meinen Gegner. Und dass das gar nicht stimmt, ist nur ein klitzekleiner Fehler. Und ja, ich brauche einen Spieler, denn deine Fans sind ganz schön dumm. Doch wenigstens klingen meine Adlibs nicht wie mit nem Schwanz im Mund. Gebühr dem richtigen Gegner. Du rappst das gleiche wie jeder. Ich dachte, du bist kreativ, war wohl ein Fehler. Du ziehst deine Fans aus jedem klitzekleinen Fehler. Wenn es sein muss, gibt's auch Lines über die Nippel seiner Gegner. Richtig geiles Thema. Das ist scheiße, was du redest, Brian. Peinlich ist, 2 Punkte gegen IP abzugeben, was? Früher warst du witzig, mittlerweile wirkt es konstruiert. Doch wenigstens kann Brizzy es hier mal mit bisschen Flow probieren. Was ist denn los mit dir? Mit so schäbigen Rap-Skills wäre es mehr als berechtigt, wenn du das Battle hier zu null verlierst. Du bleibst hinter jeglichen Erwartungen zurück. Nach dieser Paarung sieht man, was für ein Favorit du bist. Immer diese Witze, Erzähler, bitte gib mir mal einen richtigen Gegner, bitte. Unter deiner Runde steht, das sind langweilige Fronts. Unter meiner nominieren sie Lines für Punchline Award. Ihr seid keine Gangster, weil ich's mies verkackt hab wie die Panzerknacker. Unter deiner Runde steht, das sind langweilige Fronts. Unter meiner nominieren sie Lines für Punchline Award. Ihr seid keine Gangster, weil ich's mies verkackt hab wie die Panzerknacker.